Das sollte nicht passieren. Was jetzt besonders nervt, sind kleinste Splitter und Scherben, aber die kriegen Sie ganz leicht wieder weg. Die großen Teile sind ja kein Problem und für die kleinen nehmen Sie einfach eine Scheibe Toast und wischen damit über den Boden. So, die kommt jetzt natürlich nicht mehr in den Toaster, sondern gleich in den Müll.